Hey, willkommen zu einer neuen Folge. Ja, ich baue eine Adventure Map und man sieht, es ist schon ein bisschen was dazugekommen im Vergleich zum letzten Mal. Und wenn ich ehrlich bin, oh Gott, wo sind wir denn stehen geblieben? Wenn ich mich recht erinnere, dann war es hier unten. So. Hier unten müsste es gewesen sein. Genau, man kam hier hoch. Ich glaube, hier war erstmal Schicht im Schacht, doch hier geht's jetzt weiter. Man kann hier super hinspringen und wir kommen zu einer einfachen Challenge mit 115 Sekunden Zeit. Ausgelöst durch ja, diese Druckplatte hier, wenn man hier rein will. Und dann öffnet sich hier eine, hier wieder eine Wand, wo man reingucken kann. Fand ich cool, wollte ich nochmal zeigen, so wie das ungefähr aussieht, wie unterschiedlich das aussehen kann in diesen Plätzen. Während man hier einen Parcours von Blättern hochspringen muss und oh, hier habe ich vergessen, die Dixums zu resetten. Mal gut, dass ich hier nochmal vorbeigeguckt habe. Moment. So, jetzt müsste es wieder offen sein. Genau. So, und dann kommt man hier weiter hoch in den nächsten Abschnitt. Ja, ein bisschen inspiriert von den alten Harry Potter Spielen. Harry Potter und der Stein der Weisen. So, halt so gewächsmäßig so ein bisschen Natur und so. Mit so Brunnen und so und Blumen. Fand ich sehr schick. Wollte ich einfach mal gebaut haben. Ja, und dann verlassen wir in dieses Baumgebiet auch schon. Durch diesen Tunnel hier und wupp, sind wir in einer Wollwelt. Doch nicht nur irgendeine Wollwelt, sondern eine bestimmte Wollwelt. Und wir haben hier eine etwas längere Challenge mit der Schwierigkeit Medium. Man hat 270 Sekunden dafür Zeit, um hier einmal durchzukommen. So. Und zwar befinden wir uns in einem Rubik's Cube. Ja, in einem Zauberwürfel, wie der Volksmund auch zu sagen pflegt. Und wir müssen hier durch. Und damit sich hier etwas eröffnet, müssen wir hier zwei Abteile durchforsten. Ja, es gibt hier einmal den orangenen Weg. Und am Ende dieses orangenen Weges befindet sich, wenn wir dann auch irgendwann mal da sind, ja, Button drücken. Hat man jetzt vielleicht gehört, so ein bisschen Melodie war da drin. Habe ich so ein ganz kleines Sample gemacht, man kann ja mit diesen Notenblöcken ein bisschen Musik machen. Ist es aber auch nicht so mega wichtig. Also, es sind wirklich nur ganz paar Töne, dass man ein Feedback darüber hat, dass man gerade einen Knopf gedrückt hat. Fand ich eine lustige Idee. Und deswegen habe ich das hier gleich auf der anderen Seite auch nochmal gemacht. Und, so, die Sache ist jetzt, das Besondere. Das habe ich tatsächlich auch gegoogelt, weil ich wusste aus dem Kopf nicht, wie man sowas baut. Und deswegen habe ich das nachgeguckt. Ist ganz schön hier zeitaufwendig. Deswegen hat man auch so viel Zeit, ja. Weil man muss hier echt einen ziemlich krassen Parcours durchdingsen, durchqueren. So, wenn man jetzt hier, ne, so sieht das aus, wenn man so ein Ding baut. Die verschiedenen Blöcke, auf denen die Notenblöcke stehen, machen die verschiedenen Töne. So, und drückt man das, wird hier das Signal weitergegeben. Und dann kommt hier eine komisch aussehende Konstruktion. Und wenn man jetzt diesen Knöpfchen hier drückt, hat man gehört, bisschen Geklimper, dann ist hier im Inneren etwas passiert. Da schauen wir uns das mal an. Und zwar ist hier, nee, hier ist hier die Tür aufgegangen, die Dreiertür. Ja, eine 3x3-Tür, die ja dann automatisch aufgeht. Innerhalb kürzester Zeit. Ja, ist, also von alleine wäre ich da nie drauf gekommen, dass man irgendwie so krank eine Dreiertür bauen kann. So, man kann die auch, also man kann die auch quasi wieder verschließen. Das zeige ich jetzt mal, indem ich hier auch das mal resette. So, einmal hier und hier resettet
Und dann sieht man, dass die Tür auch wieder zu ist, ja? Also die ist auch wieder verschließbar. Ist eine sehr geile Geschichte. So, und wenn man das also geschafft hat, da durchzukommen, dann ist die Challenge noch nicht vorbei, ja? Und es gibt hier ein Türenlabyrinth auf mehrere Etagen in den nächsten Cube, ja? Also das waren auch alles 3x3 Cubes. Ja, mit diesen Feldern. Und hier gibt es in diesem Labyrinth auch möglicherweise die ein oder andere Kiste zu finden. Wenn man den richtigen Weg dann raus hat. So, ich werde natürlich keine Kisten zeigen, sondern einfach mal weitergehen, denn die Zeit läuft noch weiter, ja? Also wir sind ja immer noch nicht durch. Dann gibt es hier nochmal einen ausgehöhlten Cube, den man hoch kann. Und dann sind wir hier oben und dann sind auch ziemlich genau die 270 Sekunden ungefähr rum. Dann kann man sich hier die Kiste holen, wieder rausgehen und kommt hier in den Schlafbereich und danach in den nächsten Bereich. Und zwar geht es jetzt mit Edelmetallen so ein bisschen voran. 15 Sekunden für Challenge 11. Die ist auch, also die ist wirklich sehr klein. Ja, man muss hier einmal hoch auf der Seite. Dann kann man hier wieder runter und dann muss man hier wieder hoch. Nichts Spannendes. Einfach nur so ein bisschen springen. Und dann, ja, muss hier noch eine Kiste hin, muss mir noch aufschreiben. Und dann kann man hier weiter in den nächsten Bereich und den bin ich gerade am Bauen. Man kann hier so, ja, das ist so eine Wassersäule. Muss dann hier so ein bisschen rumspringen. Und ja, hier ist eine 12, denn das ist Challenge 12. Wo wir hier drin sind. Die habe ich schon mal angefangen, aber bin ich noch nicht jetzt fertig oder so. Aber ich wollte einfach mal zeigen, wie weit ich denn bisher gekommen bin. Und ja. Hier die 50 Sekunden. Und hier geht eine lange Strecke entlang. Dann sieht man auch nochmal die anderen Notenblöcke und hier die ganzen 3x3 Cubes. Und hier sind die 270 Sekunden. Beziehungsweise das hier sind 260. Dann hier hat man noch ein bisschen Delay. Ja, und das habe ich schon in letzter Zeit gebaut. Ist ziemlich groß, muss ich sagen. Ist immer fast so groß wie das Ganze, was ich vorher gebaut habe. Steckt aber, glaube ich, nicht so viel Spielzeit effektiv drin. Aber es muss ja auch schön aussehen. Und ich hätte eigentlich einfach nur Bock, mal irgendwie sowas zu bauen. So ein bisschen, nee, dass man halt zwei verschiedene Wege gehen muss, um einen dritten freizuschalten oder so. Und ich fand dieses Rubik's Cube Design, war ich inspiriert durch meinen Schreibtisch, denn hier steht ein Rubik's Cube drauf, ja, den kann ich auch lösen. Brauche ich aber keine 4,5 Minuten, also das geht bei mir natürlich schneller. Ich brauche, keine Ahnung, so 14, 15 Sekunden ungefähr. Ja, dadurch war das hier inspiriert, die Idee. Und dann hier Edelmetalle, weil das einfach schick aussieht, ja, also soll noch nach diesem goldenen Raum nochmal ins Marktraum kommen und ein Diamantraum. Und dann gucke ich mal weiter, wie es dann vorwärts gehen wird. Ja. Das war es erstmal von meiner Seite aus, ja. Ich baue eine Adventure Map. Es geht weiter, auch wenn nicht jeden Tag oder jeden zweiten oder jeden dritten Tag ein Video kommt. Es geht trotzdem weiter, es wird dran gebaut. Und ja, dann würde ich sagen, schaut euch Half-Life an, falls es euch interessiert, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, schaut euch mal rein. Ich glaube, das werde ich mal tatsächlich komplett durchspielen. Und sonst guckt euch die anderen Videos an. Wartet auf das nächste, ich baue ein Adventure-Video, wenn es euch interessiert. Und nicht vergessen, wenn die Map fertig gebaut ist, wenn sie meiner Ansicht nach fertig ist, dann wird sie zum Download geben. Also bleibt ruhig dran, wenn ihr interessiert seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, liebe Leute. Die.